Das Feuerwerk über dem Lindenhofweiher ist der Höhepunkt des alljährlichen Parkfestes. Mit O und A begleiten Mitglieder und Freunde der gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Berlin-Süd ihr Unternehmen ins 90. Jahr. Noch bis in die Nacht wird im Schöneberger Lindenhofpark fröhlich gefeiert. Am Morgen danach ist wieder Ruhe eingekehrt in die Idylle, die für die meisten Berliner seit 90 Jahren unentdeckt geblieben ist. Im südlichsten Zipfel von Schöneberg liegt die Lindenhof-Siedlung zwischen alten Friedhöfen, traditionellen Gewerbegebieten und Bahnanlagen. Auf ihre außergewöhnliche Geschichte weist eine Gedenktafel hin. Sie zeigt die Gartenstadt mit ihrem Park und den Lindenhofweiher, die vom berühmten Stadtbaumeister Martin Wagner entwickelt worden war. Wagner trat im Juli 1918 das Amt des Baustadtrats der noch selbstständigen Reichenstadt Schöneberg an. Selbstversorgung in eigenen Hausgärten für Unterprivilegierte war für Wagner am Ende des Ersten Weltkriegs das Gebot der Stunde. Revolutionäre Haltung im Kaiserreich, das im November 18 kollabierte. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Im Dezember 1918 wurde mit dem Bau begonnen, übrigens ohne Baugenehmigung. Mit modernen Bautechniken kam man schnell voran. Und 1920 konnte in der Siedlung, damals noch im Eigentum der Stadt Schöneberg, zum ersten Mal geerntet werden. Über 1500 Menschen lebten im Lindenhof, nicht luxuriös, aber zeitgemäß modern. Jedermann Hausbesitzer, mag das Motto in der Dahlemer Bötticher Straße 9a gewesen sein, in der am 16. Juni 1919 die gemeinnützige Landerwerbs- und Baugenossenschaft Dahlem-Schmargendorf gegründet wurde. Wie in dieser Nachbarschaft hätten die Häuser aussehen sollen, doch in der beginnenden Inflationszeit war genossenschaftlicher Wohnungsbau nicht mehr finanzierbar. Der Lindenhof hingegen florierte. In einem Gedicht hieß es, denn's ist eine Siedlung von Berlin, die stets Genossen nur beziehen. Mit dem ledigen Heim von Bruno Taut und der eigenen Schule, hier der Jahrgang 1915, war eine Weltrealität geworden, von der Reformer sonst nur träumten. Einer dieser Reformer war der Stadtrat Professor Lassen, der im Mai 1922 den Verkauf der Siedlung an die zuvor gegründete Lindenhof-Genossenschaft veranlasste. 38 Millionen Mark war der Preis, 33 Millionen Mark gewährte die Stadtgemeinde Berlin als zinsfreies, nicht rückzahlbares Darlehen. Um die restlichen 5 Millionen zu finanzieren, wurden die Geschäftsanteile der Genossenschaft auf 500 Mark festgesetzt. Damals viel Geld. Teilzahlung war möglich. Dafür wurde man Mitglied einer Gemeinschaft, die sich besonders um die Kinder kümmerte. Im Nutzungsvertrag über die Wohnungen wurden detailliert die Pflichten in Garten und Stallungen aufgelistet. Wer nach Lindenhofregeln lebte, blieb hier. Schon in der vierten Generation Lindenhofer ist Gerd Reimer. Meine Urgroßmutter ist hier eingezogen 1924. Meine Oma weiß ich nicht genau, wann sie hier eingezogen ist. Die ist dann also nach dem Krieg auf jeden Fall hier, hat sie hier im Hagertplatz gewohnt. Meine Eltern haben hier schon gelebt und sind hier aufgewachsen. Und ich bin praktisch hier dann vom Hagertplatz und meine Eltern in die Einstraße gezogen. Dort bin ich aufgewachsen. Selber dann meine erste Wohnung in der Bessemerstraße. Und es hat sich so ergeben, dass ich hier geblieben bin, ja. Und wenn man sich hier umguckt, warum sollte man hier weg? 1924. Die zur Landbau umfirmierte Dahlemer Genossenschaft stellt den ersten Bauantrag für Wohnungen in Langwitz. Es folgen die Stindestraße in Steglitz, die Siedlungen in Weißensee, Neukölln, Niederschöneweide und Weddingen. Architekten wie Paul Mebes, Ernst und Günter Paulus sowie Jakobus Göttel planten Wohnungen für den Mittelstand. Bis 1931 wurden über 900 gebaut.
Doch die Wirtschaftskrise führte zu Mietausfällen. 1932 konnte die Landbau ihren Hypothekenverpflichtungen nicht mehr nachkommen und ging in Liquidation. Ohne Erfolg. Auch 1934 hatten sich noch kein Käufer für die Immobilien gefunden. Im Lindenhof blühte das Vereinsleben auf. 1929 Weiterbau an Eid- und Bessemerstraße. Architekt ist Stadtrat Professor Lassen. Die Schule wurde erweitert und ist Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens, organisiert Ausflüge und Kulturveranstaltungen. 1932 wird das Erreichte mit Stolz gefeiert. Doch es gründet sich im Lindenhof auch eine nationalsozialistische Zelle, die am Grünen Donnerstag 1933 die Machtergreifung im Lindenhof inszeniert. Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende wurden ins wilde KZ in der General-Pape-Kaserne gebracht. In den Kellern wurden die Verschleppten tagelang geprügelt. Im April 1933 wurden Aufsichtsrat und Vorstand neu besetzt. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender ist der NSDAP-Zellenleiter. Auch das wird gefeiert. Die Gleichschaltung habe die Genossenschaft mit der Reichsregierung auf einen Nenner gebracht. So wurde der Lindenhof zum Rädchen in der großen Maschinerie, die in den Weltkrieg fuhr. Am 24. August 1943 fielen Bomben auf die Bahn- und Industrieanlagen und zerstörten auch 60% der Wohnungen im Lindenhof. Zerstört waren auch die Wohnungen der Landbau in Lankwitz. Von 100 Wohnungen an der Kaiser-Wilhelm-Straße blieb nur noch das übrig. Erst 1947 konnte rückblickend dokumentiert werden, wie 1942 die kleinere Landbau die Lindenhofgenossenschaft in sich aufgenommen hatte. Neuer gemeinsamer Name: Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Berlin Süd. Ein Teil der 1790 Wohnungen existierte nur noch auf dem Papier. Tulpenblüte im Lindenhof. Die Obstbäume waren überlebenswichtig. Die Zerstörungen wurden als Herausforderung begriffen. Unter neuen Dächern kann das Leben weitergehen. Ab 1950 wird neu gebaut. Die Erwartungen der Genossenschaftsmitglieder sind hoch. Es gibt finanzielle Hilfen und so entstehen allein im Lindenhof über 800 Wohnungen neu. Der regierende Bürgermeister Otto Suhr und Bundespräsident Theodor Heuss besuchen 1955 den Lindenhof, das Vorzeigeobjekt im Westteil Berlins. Die Architekten Professor Sobotka und Müller erläutern dem Bundespräsidenten ihre Neubauten am Modell. Heuss kennt den Lindenhof übrigens von Anfang an. Ab 1919 war er Stadtverordneter in Schöneberg. Der Weg führt weiter durch die Suttnerstraße. Die weißen Neubauten finden Gefallen, stehen für eine liberale Moderne, der Heuss seit jeher verbunden war. Eine Rolle in der Politik spielten die Häuser der Genossenschaft auch im Ostteil der Stadt. Die Fennstraße 1951 während der Weltfestspiele der Jugend. Dr. Heinz Damm wohnt seit 1968 in der Seidenberger Straße in Weißensee. Welches Verhältnis hatten die Bewohner hier zur Genossenschaft? Als wir eingezogen sind, wussten wir davon nichts, dass diese Häuser hier zu einer Genossenschaft gehörten, die ihren Sitz in West-Berlin hatte. Das hat sich erst im Laufe der Zeit durch Gespräche mit älteren Mietern ergeben, die noch Mitglied dieser älteren Genossenschaft waren. Und wir haben alles, was die Wohnung anging, über die kommunale Wohnungsverwaltung, die sich kurz KWV nannte, abgewickelt. Ging es dabei um mehr als um Reparaturen? Das waren in erster Linie fast nur Reparaturen gewesen und eventuell Mietzahlungen, wenn man im Rückstand war oder wenn die irgendetwas anderes noch gefordert haben. So sah die Seidenberger Straße in den 50er Jahren aus. 1990, bei Rückübertragung an die Genossenschaft, bröckelten die Fassaden schon wieder oder noch immer. Ab 1993 wurde in Weißensee saniert und modernisiert. Die Dachgeschosse wurden aufgestockt und ausgebaut. Zusätzliche attraktive Wohnungen sind entstanden. Die Hofbereiche wurden neu gestaltet. Dr. Heinz Damm ist mit seiner Frau in eine der neuen Dachwohnungen umgezogen. Wir wollten in diesem Haus wohnen bleiben
Und da haben uns gesagt, Mitglied der Genossenschaft zu sein, ist sicherlich günstiger, als dass man der Genossenschaft nicht beitritt. Für uns war das überhaupt kein Problem gewesen. Zu dem erstbesten Zeitpunkt, wo wir Mitglied werden konnten, haben wir davon Gebrauch gemacht. Und zu dem Wort Genosse und Genossenschaft, wir hatten zu Anfang eigentlich ein bisschen Abstand zu dem Wort Genosse in der Genossenschaft gehabt. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt. Der Dachaus- und Aufbau macht Schule. Ab 2002 werden in der Langwitzer Stindestraße am Eichgarten die Fassaden nach historischem Vorbild saniert. 17 Wohnungen werden auf den Bestand gebaut. Und Architekt Carlos Zwick setzt noch eins drauf. Dachgärten und kleine Studios bieten eine neue Wohnqualität, die in der Fachwelt als beispielhaft gilt. Übrigens wohnt man hier in Wassernähe. Eine Situation, die man auch an anderen Standorten der GEWU Süd findet. Wie hier die Häuser am Neuköllner Schifffahrtskanal. 289 Wohnungen. Kirschen wachsen in der Ulsterstraße. Die Neuköllner Welt ist hier noch in Ordnung. ...65 Wohnungen liegen an der Fennstraße in Niederschöneweide. Die Spree fließt in 200 Metern Entfernung. Gegenüber dem Rathaus Weißensee liegen die 30 Wohnungen an der Berliner und Liebermannstraße. Die Hauseingänge ähneln denen in der Togostraße in Wedding. Mit Ernst und Günter Paulus waren dieselben Architekten am Werk. ...1993 hat die GEWU Süd hier zuerst den Dachgeschossausbau praktiziert. Zentrumslage im Tempelhof, die Friedrich-Karl-Straße 8 bis 10. Die Melanchthonstraße in Langwitz, ein Neubau von 1961. Aus demselben Jahr datiert die 112 Wohnungen große Anlage an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Wie bei allen Bauten der GEWU Süd in den 50er und 60er Jahren stammen die Entwürfe von den Architekten Sobotka und Müller. Schon in den 90er Jahren wurden alle Gebäude wärmegedämmt. Die Langwitzer Charlottenstraße, Baujahr 1968, mit dem Hochhaus. Im Sommer 2008 erklärt Vorstand Norbert Reinelt einen weiteren Modernisierungsschritt. Das ist das dritte Gerät, das wir in diesem Jahr hier einweihen. Und damit haben wir jetzt insgesamt 81 und 50 Wohnungen barrierefrei erschlossen. Die Genossenschaft reagiert mit solchen Investitionen auf die demografische Entwicklung in unserer Gesellschaft, die natürlich auch in unserer Genossenschaft stattfindet. Ist nicht schlecht. Man kommt mindestens mal raus. Sind über die 5 Treppen, ist nichts zu machen. Womöglich sollen weitere Hublifte eingebaut werden, damit niemand umziehen muss, wenn das Treppensteigen schwerer fällt. Dieses Problem hatte der Architekt Franz Jechener schon beim Entwurf des Mehrgenerationenhauses in der Tempelhofer Friedrich-Wilhelm-Straße 59 berücksichtigt. Rampen ermöglichen barrierefreien Zugang. Familien mit Kindern wohnen oben, die älteren Generation unten. Im denkmalgeschützten Lindenhof gab es erste Planungen für Sanierungen und Dachgeschossneubauten bereits 1993. Doch erst 2008 kann mit dem Bau begonnen werden. Unter einem Notdach werden die alten Dächer abgerissen. Aus Stahl und Holz werden neue Dachstühle gebaut. Die gesamte Höhe des Dachraumes soll zum Wohnen zur Verfügung stehen. Eine zweite Ebene bietet zusätzliche Flächen. Mit den modernen Wohnungen beginnt das zweite Leben des Baudenkmals Lindenhof.
Beim Richtfest dankt dafür Baustadtrat Bernd Krömer den Beteiligten. Und da ist, das ist schon gesagt worden, der Architekt zu loben, Herr Zwick, der sich über einen ganz langen Zeitraum für dieses Vorhaben engagiert hat. Da ist der Bauherr, die GEWO Süd, zu loben, die so viel Puste und Geduld aufbrachte, wie ein normaler privater Investor es sich wahrscheinlich nicht hätte leisten können. Und schließlich, und das ist ja das Wichtige heute, sind die Bauhandwerker zu loben, die Sanierung und Neubau ohne Verzug in schöner, traditioneller Bauweise geschaffen haben. Die Dachwohnungen waren schon vor Fertigstellung an neue Nutzer vergeben. Bis dahin kannte Ute Sperling nur die Pläne. Aber als wir es das erste Mal gesehen haben, waren wir also sofort begeistert, weil es ist alles offen, es ist hell, es ist in irgendeiner Form wirklich gemütlich und auch wenn Sie in der oberen Etage sind, Sie haben nicht das Gefühl, Sie sind so eingeengt, wie es ja oft in Dachgeschossen auch ist, sondern es ist alles sehr freizügig. Ute Sperling genießt die freien Aus- und Durchblicke, die kaum das Gefühl aufkommen lassen, in einem Dach zu wohnen. 21 Wohnungen mit Flächen von 70 bis 145 Quadratmetern sind entstanden, auch mit Blick auf neue Genossenschaftsmitglieder. Ute Sperlings erste Erfahrungen. Also Genossenschaft ist für mich schon auch gleichzusetzen, denke ich, auch mit Gemeinschaft, mit gemeinem Gut und gemeinen Interessen und auch gemeiner Wohnlage, dass sehr viel auch auf Gemeinschaft Wert gelegt wird. Wir waren also sehr überrascht, weil für mich ist eben halt Genossenschaftsleben neu, dass auch sehr viele Angebote hier, Gemeinschaftsangebote vorhanden sind. Also die wöchentlichen, habe ich gesehen, Boule-Branche und man kann Yoga machen. Und kommt mit dem Wohnen hier auch das genossenschaftliche Bewusstsein als Miet- oder Miteigentümer? Das hat sich, würde ich sagen, noch nicht so ganz gesettelt in der kurzen Zeit. Aber ich glaube schon, dass sich das auf Dauer hin doch verändern wird. Aber nicht jetzt so direkt in Bezug auf Eigentum, würde ich jetzt nicht so sagen. 2584 Wohnungen sind das Eigentum der GEWO Süd. Sie müssen gut verwaltet und entwickelt werden. GEWO Süd, Jungen, guten Tag. Wer die Zentrale betritt, trifft zuerst auf die Sozialarbeiter Katja Schiller und Dirk Büscher. Sie sind auch verantwortlich für das gesellschaftliche Leben in der Genossenschaft, für den Zusammenhalt. Die Reglingstraße 25, Dachgeschoss ist auch weg, die brauchst du auch nicht mehr zeigen. Vermietung, Nutzerservice, Rechnungswesen, technische Abteilung, Hausbesorger, 33 Mitarbeiter hat die GEWO Süd. Und einen geschäftsführenden Vorstand, Norbert Reinhold, sowie zwei ehrenamtliche Vorstände, Sigmund Kroll und Jörg Jachowski. Warum engagiert sich der Wohnungswirtschaftler im Vorstand? Ihr alle Werte, ich komme ja aus einer großen aus einem großen Konzernunternehmen mit 70.000 Einheiten. Da sehe ich schon hier die persönlichen Werte, die bessere Kommunikation in den einzelnen Fachabteilungen, die Ansprechpersonen, die sind hier alle griffiger, die sind schneller zu bekommen als in einem großen Unternehmen. Das macht auch die Abläufe natürlich transparenter, schneller. Und sieht der Stadtplaner Sigmund Kroll, dass die GEWO Süd in der Stadt etwas bewegen kann? Wir spielen unsere Rolle im Kiez, das kann man sagen. Denn wir haben fast überall im Stadtgebiet Wohnanlagen und dort spielen wir sicherlich eine Rolle. Unser Bauteil in Weißensee zum Beispiel hat gerade nach der Wende eine ganz wichtige Rolle in dem Bereich gespielt, weil die Genossenschaft dort als eine der ersten tätig geworden ist und modernisiert hat. Die Wohnung instand gesetzt hat und quasi ein Leuchtturm war in einem Bereich, der noch desolat war. Außenwirkung und Innenleben der GEWO Süd. Diese positive Spannung erlebt man deutlich in den beiden Waschhäusern. Sie sind Treffpunkt und Nachrichtenbörse mit Tradition. Konzepte von Kostenminimierung und Outsourcing haben hier keine Chance. 5 Tonnen Wäsche bearbeitet Waschmeisterin Gulmira Felix pro Jahr eigenhändig. Dazu kommt die Wäsche der Genossen, die hier an Münzautomaten selber waschen. Tradition pur sind auch einige der Maschinen, die bald 70 Jahre auf dem Buckel haben. Doch bessere wurden noch nicht gebaut und so bleiben sie. Das Bemühen, niemanden auszulassen, fallen zu lassen, ist deutlich spürbar. Auf kontinuierliche Information, heute natürlich zuerst im Internet, aber auch auf Papier, wird Wert gelegt.
Einige Meter von hier wird gerade an den nächsten Nachrichten gearbeitet. Ein Blockheizkraftwerk für die Suttnerstraße geht in Betrieb. Ein jahrelanges Ringen mit der Denkmalpflege und mit den anderen zu beteiligten Institutionen, um das Werk Martin Wagners so zu entwickeln, wie wir es nachher sehen können. Und eigentlich hätten wir ja sagen können, die ENEF, ja, die Energieeinsparverordnung, gilt ja für uns nicht, weil wir stehen ja unter Denkmalschutz. Aber wir Genossenschaftler und ich denke die Wohnungswirtschaft inzwischen insgesamt, ist es doch klar, dass es keinen Sinn macht, teuer und aufwendig und vielleicht gut zu sanieren und nachher leere Wohnungen zu riskieren, weil die Warmmiete, also die Nebenkosten so sehr steigen. Insofern ist es in unserem eigenen Interesse, Blockheizkraftwerke und andere rationelle Energien einzusetzen. Und wenn wir sagen, wir eröffnen ein Blockheizkraftwerk, ist es nicht das erste, sondern wenn ich mich richtig erinnere, haben wir inzwischen das 14. Blockheizkraftwerk in unserer kleinen Genossenschaft und wir versorgen insgesamt in 8 Standorten unsere Mieter oder die Stadt mit grüner Energie. Für die Medien wird die Nachricht über das Energiesparen durch Prominenz aus der Politik interessant. Zum Bildmotiv aber wird sie erst durch die Lindenhof-Kinder Melissa und Dominik. So, auf die Plätze, fertig, los. Ganz fest. Ja. Bausenatorin Junge Reier ist zufrieden. Wirksame Politik von unten wird auf der Jahreshauptversammlung gemacht. Jetzt haben Sie Ihre Frau mitgebracht. 3.460 Mitglieder hat die GEWO Süd im 90. Jahr. Gut 5% kommen zur Versammlung, die meisten kennen sich per Du. Jetzt geht es um das Eingemachte. Vorstand Jörg Jachowski präsentiert die Bilanzen. 9 Millionen Euro. Im Anlagenspiegel haben wir verglichen dazu 108,5 Millionen ursprüngliche Anschaffungskosten, die sich darauf beziehen. Und rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf. Das ist die Abstimmung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2008. Der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Martin Schüssler leitet die Abstimmung. Jetzt müssen die Zahlen bestätigt werden, sonst gibt es keine Entlastung für den Vorstand. Und wer von Ihnen dem Jahresabschluss 2008 zustimmt, dem bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung ohne Gegenstimme. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende fasst den Zustand der Genossenschaft wie folgt zusammen. Markus Hofmann. Wir sind ein Unternehmen, das in der Finanzkrise investiert, das in der Finanzkrise preiswerten Wohnraum anbietet und schafft. Und wir sind ein Unternehmen, das in der Finanzkrise eine ordentliche, aus meiner Sicht sehr ordentliche Dividende zahlt. Ein gutes Zeugnis für die GEWO Süd, die nach 90 Jahren mit Höhepunkten und Katastrophen einen Weg gefunden hat, kontinuierlich das Neue und das Bessere zu suchen, um den Bestand zu pflegen. Bis zum 100. Geburtstag sollen alle historischen Gebäude im Lindenhof für ihr zweites Jahrhundert fit gemacht worden sein, für ein traditionell modernes Leben.